im Schienerhimmel weiß und blau kreisen Jumbos über der Holledau. Auch die Volksmusik braucht Sponsoring, drum stinkt's halt irgendwie nach Flugbenzin. Heidol und Schicksal, da ich verschlung, wo's den berühmten Ion Bundestagsabgeordneten und Heinz Flughafen Müllentsorgungsgeschäftsführer Franz Obergschäfelmeier haben. Ja, ist so herausragend, dass es herausragender nimmer geht, wenn er zwischen zwei Gartenseher steht. Und er tanze in Torno al Mammone, Pecunia non olet. Questi criminali, prelati, pediastra, peccatori accanniti, malcredenti, hanno contaminati le anime. Si sono fatti servi di diavolo. Il sistema bancario vaticano, Santo Spirito, Banca del Santo Spirito, è tentacolare, metastasico, peggio che mafioso e della camorra. Italia in cenere annega nella bunga bunga. Prego tanto per il mio successore, Papa San Ordenschmaus. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor wir zur Enthüllung gehen, lassen Sie mich mit ganz wenigen und kargen Worten noch einmal darauf hinweisen. Es ist mir und der Sparkasse eine große Ehre, einen solchen Mann bei uns zu wissen. Ein Mann, der gerungen hat mit sich. Ein Mann, der, wie soll ich sagen, versucht mit seinem Werk der Kälte der Zeit eine Parole zu bieten. Der weiß, wo das soziale Gefüge knirscht, der weiß, wo der kalte Wind weht, wo die Unbarmherzigkeit, die zum Teil in unserer Gesellschaft herrscht, wie man dieser Unbarmherzigkeit entgegnen muss, soll, wie wir wachrütteln sollen. Und er hat lange Jahre an diesem Werk gearbeitet und als wir gehört haben bei der Dreisparkasse, es handelt sich um ein Werk mit dem Titel Risse in der Gesellschaft, da haben bei uns die Alarmglocken geläutet. Und wir haben gesagt, keiner ist mehr geeignet als eben diese Veranschaulung, diese Visualisierung der Gemeinheit, der Härte darzustellen, als mit diesem aufwühlenden Werk unseres verehrten Herrn Schmischaschi. Ich würde sagen, bevor er gut wird, erlaubt der Herr, bitte Herr Spitzer noch kurz und Tusch, aber ganz kurz bitte. Hiermit sind wir soweit. Bitte, Herr Schmischaschik enthüllt sein Werk. Gleich zur Hauptsache kommen und darf hier Herrn Schmischaschik von der Kreissparkasse mit seinem Preis, der erste Preis, überreichen. Und bitte hier, Herr Schmischaschik. Ja, umdrehen, ja. Bisschen höher. Ja. Ja. Sehr schön. Ja. Ja, gut, danke. Herr Panzel, jetzt unser Leser wird natürlich interessiert. Herr Panzel, wie lange geht jetzt diese Ausstellung hier in der Sparkasse? Die Ausstellung geht heute noch den ganzen Tag. Mein Geld ist ein Brot, wir sind fertig mit der Wald. Und die Mutter Finger drum in Brüssel schwimmen in unserem Gold. Wir dienen mit weißem Gold, für die sonst keiner was zeugt. Doch jetzt warten wir nimmer länger, leid, jetzt nehmen wir es uns nicht beut. Am Sohnleiter, die Opfer stecken
Hemdschirm in den Arsch, dann hockt er immer so bequem auf seinem Sitz, auf sich zusammen. Wir sind einfach ein Graf.